Abgang, Muchachos. Wir haben hier ein absolutes Abo ja bei den Hugos. Satter Hugo, hunkiger Hugo und geiern uns alles an, damit wir zumindest so ein bisschen und Hugo, Hugo erfahren, stimmt, der Hugo Hugo auch, was so in der YouTube-Welt abgeht. Und wir haben jetzt hier ein neues Video vom hungrigen Hugo. Zeig mal deine Tattoos mit Deko, einen wunderschönen. Einen wunderschönen guten Hallo, Muchachos. Zeig mal Wurstfach. Willst du am Start sein? Willst du Marvin vielleicht auch dein Intim-Tattoo zeigen? Zeig mal Wurstfach. Deswegen ja. Hast du? Willst du zeigen? Also ich hätte gerne. Was ich gar nicht wüsste, Muchachos. Marvin hat nämlich ein kleines Tattoo auf seiner Pobacke. Das wäre richtig cool, wenn das jetzt so wirklich dadurch exploited wäre, ne? Ja, ich bin leider eine Tattoo-Jungfrau, aber ich denke mal, wir werden hier ordentlich den Monte sehen. Der ist ja keine Tattoo-Jungfrau mehr. Und da bin nicht ich mal so gespannt. Ganz, nicht so ganz. Vielleicht sehen wir auch ein bisschen Wurstfach, ne? Also Muchachos, lass reingehen und ein bisschen Spaß haben. Abfahrt. Auf geht's! Ab in den Hugo! Moin und warte, herzlich willkommen zur neuen Reaction 7. Ja, warum? Was würdest du jetzt schon sagen, Deko? Was würdest du? Ich habe ganz kurz nichts gesagt, damit Marvin sich darüber aufregen kann, dass ich schon pausiere. Ich wollte nur ganz kurz sagen, Digga, der Young Schlappen ist ein richtig geiler Typ, Alter. Moin, Robert. 2, Folge 8. Der Tag neigt sich dem Ende. Haben gerade noch eine ganze Weile gequatscht, über 2 Stunden oder so, und tatsächlich auch das erste Mal so richtig näher kennengelernt. Joey, bist du auch zufrieden mit unserem Team? Lars. Ich hab mir so gedacht, Digga, hab mich doch nicht wirklich Lars genannt. Hey, hätte uns auch passieren können, muss man sagen. Lars, hier, wir, Häufer, genau, Jan, hallo. Ja, da musst du aber auch das nächste Mal den Joey auch irgendwie Ulrich nennen oder so. Ich finde, das gehört dann gleich ausgetragen. Ja? Ich glaube, Joey würde ich wirklich gar nicht erkennen. Echt, du kennst... Den kenne ich nur so zwischendurch, weil wir werden dabei bei Stefan Raab. Ich wollte gerade sagen, du kennst Joey Kelly nicht als lebendige Werbetafel bei irgendwelchen TV-Total-Shows. Doch, das Einzige, wie ich ihn kenne, als lebendige Werbetafel bei Stefan Raab mit einem Fahrradtrikot und 12 Milliarden Firmenlogos drauf. Das ist er, das ist auch seine einzige... So kenne ich Joey. Das ist seine einzige Aufgabe, lebendige Werbetafel. Aber er hat hier gerade keine Firmenlogos an, deswegen würde ich ihn, glaube ich, nicht erkennen. Deswegen habe ich ihn auch nicht erkannt. Joey ist halt auch so ein Namenslegastheniker wie ihr, sagt Sorry for Nothing. Ja, okay, hey, ich glaube, den Schuh müssen wir uns anziehen. Hier, wenn er Deko. Na, okay, schon. Aber Marvin kennt sich weniger aus. Marvin ist noch weniger im YouTube-Business unterwegs als ich. Höre keine Widerworte? Okay. Danke. Ja, die wirklich einfach Lars genannt, das ist so geil. Junge, Jan ist Lars, ich bin Max, Max Sumatra. Man muss auch sagen, er dachte auch, die 3 Wochen, die wir insgesamt in Kanada waren, dass Sumatra Trimax ist, you know? Meine Kinder feiern diese Jungs und ich hab dann halt den Rumatra gefragt, ob er ein Video machen kann für den Leon. Und dann hat er dann dieses Video gemacht und dann habe ich mich bei ihm bedankt als Trimax. Digga, wie bitter muss das sein, wenn du schon so ein Video aufnimmst für den Sohn, Alter, und dann sagt er, danke, Trimax. Ey, wie viel muss man bitte Zero Fucks geben, sich Alter. Null damit zu beschäftigen, mit wem man da eigentlich gerade redet? Das ist doch krass, ey. Ja, das ist auch schon ein bisschen krass, ne? Ich meine, wenn du so ein Event fährst, die werden ja auch vorher schon gewusst haben, wer bei dem Event jetzt teilnimmt, zumindest die Teilnehmer. Dann sollte man das ja einigermaßen irgendwie vorher mal gucken, wer da dabei ist und wie die aussehen. Ja. Das ist schon auch... Also das ist schon richtig frech von Joey, muss man echt sagen. Das ist schon hart, ey. Verox schreibt bei mir im YouTube-Chat, Joey leicht verwirrt. Ja. Schön abbauen da. Junge, ey, ich Joey da mal lochen. Also wir sind einige Stunden jetzt am Buddeln. Wir haben leider immer noch kein Gold gefunden. Aber wir haben eine Hölle. Digga, Jan sieht aber ein bisschen not amused aus, Alter. Der hat gar kein Wort mehr auf ihn. Wahrscheinlich hat ihn noch 12-mal Max oder Peter oder irgendwas genannt, ey. Merkt aber meinen Namen endlich! Aber ich finde so, die Höhle sah gar nicht so schlecht aus, so zum drin leben. Ich muss da noch ein bisschen von 2 Seiten noch ein bisschen zumachen, aber an sich. Dann geht's, ja. Ist alles gut, Digga. Digga, der dreht ja langsam komplett durch. Denkt sich Jan. Joey, 4 Tage nichts gefressen. Zack. Und frag mich, wie kann das denn sein? Wo kommt diese scheiß Energie her? So, Freunde, das ist der Start von The Purge, meine lieben Freunde. Wir werden hier eine sehr, sehr coole Zeit haben. Dabei sind Gully Wilson, Edis der Schmale. Hey. Was? Hey. Was? Hey. Was? Hey. Hey.
Ey, den hatten wir gestern schon. Beim satten Hugo. Den haben wir schon beim satten Hugo gesehen, yes. Hey, Roat, gib mir mal 3 Eisen. Los. Ja, ich bin gerade nicht da. Okay, du hast 30 Minuten Zeit. 3 Eisen, dass du Bescheid weißt. Halt deine Schnauze, ist der Schmalle. Bin ich wirklich dich? Wer redet da lang? Wer werbt es gerade? Das hat Roat gesagt. Ah, okay. Du willst jetzt neben Monte so machen, ne? Mal schauen, was wir machen, wenn Monte nicht in der Nähe ist. Oh, das ganze Internet denkt mittlerweile, dass du ein Opfer bist. Was? Okay, spätestens dann, wenn ich die aber alle geschüttelt habe, werden die das nicht mehr denken. Das Einzige, was du schüttelst, ist dein Schwanz, Digga. Digga, Wortgewandt. Richtig im Slay-Modus, Alter. Wortgewandt. Also er scheint aber hier gerade echt so ein bisschen der Punching Ball zu sein, ne, von allen. Er scheint gerade so ein bisschen, aber hat der nicht irgendwie so ein bisschen Vergangenheit? Vergangenheit in was? Ich glaube, der hat so ein bisschen, also im Background bei ihm steht ja auch ein Motorrad. Meinst du, war er bei den Hate Angels so oder was? Ja, oder Banditos? Ja, irgendwie sowas halt. Weiß nicht, oder irgendein so Unterkater oder irgendwie sowas. Ey. Damals war ich bei den Hate Angels und bei den Banditos. Jetzt spiele ich Minecraft und lade es auf YouTube hoch. Digga, und, never, Digga. Und Monte sagt, ich spiele an meinem Schwanz. Der war Türsteher, wird gerade geschrieben. Ja, okay. Ja, und im Türsteher-Business, ne? Bist du schnell auch bei den Hate Angels oder bei den Banditos, ne? Er ist Ringer und MMA-Fighter. MMA-Kämpfer und Türsteher. Alles gut bei dir, Nico? Alles gut? Ja, ich hab mich nur verschluckt. Ja, schade. An dem Kleinen, was? Du bist älter, ich respektiere das. So, ja, aber ich geb dir als Abi einen Tipp. Die Kinder lachen über dich im Internet, Digga. Edis der Schmale? Eldos wird dich backen, Edis der Schmale. Ich hab Edis gefunden! Edis der Schmale, über ein Pfötchen. Edis, wir müssen kurz reden. Ja, lass reden. Vom Mann zu Mann, Janne, du bist ein Lauch. Was? Du bist ein Lauch. Jeder, der meinen muss, diesen Witz zu bringen, gar kein Problem. Ich kann nicht jeden Tag schießen im Stream und sagen, du wirst sehen. Ich bin nicht Conor McGregor, weißt du? Also aktuell bist du nicht Conor McGregor, sondern Conor der Schmale, Digga. Und einer mehr. Ich würde gerne wissen, was echt so ein Gespräch war und das direkt so drauf ist oder das einfach nur geschnitten ist gerade, ey. Oh, aber er wird so ein bisschen rausgenommen, ey. Ne? Ja, der wird ja richtig auseinandergerissen, ey. Was willst du da noch sagen? Der Schmale. Digga, auf einmal hast du den Ruf weg, Alter. Dann geht schnell. Auf der Straße, ey, ist das nicht Edis der Schmale? Und dann ist aber Achterbahn, ey. Ah, ja. Und dann auf der nächsten Party, wenn jemand sagt, ist das nicht Edis der Schmale, dann gibt's Schellen. Mehr auf der Liste, einer mehr drauf. Ja, aber was ist denn das für eine Top-5-Liste? Die Leute machen so Ansagen und so dies, das. Und diese Leute schreibe ich hier auf die Liste. Und irgendwann wird's ein Event geben, machen wir dann einen Kampf mit jedem. So hätte ich's auch gelöst. Gut, Sydney, schön, dass du das auch so löst. Du bist nämlich auch auf der Liste. Direkt die Zusage geben, Alter. Oh, geil. Schau mal, Sydney! Oh, warte mal! Also, du hast nicht warte mal gesagt. Nein! Aber wer ist dieser Sid, Alter? Noch nie gesehen, noch nie gehört. Ja, deswegen schauen wir doch diese Videos, damit wir jetzt wissen, dass das Sid ist. Krass, Alter. Sydney ist wirklich gar nicht drauf. Oh, happy day! Best of Big Brother Gnossi Edition. Es kommen hier so viele Gäste. Heute kommt Montana Black. Jetzt klingt irgendwas. Ist das dein Big Brother gewesen oder was? Ja, ich glaube, das war von Knossi. Das war kein echtes Big Brother, das war von Knossi. Da waren aber auch nicht nur YouTuber, da waren auch andere Leute dabei. Ah, okay. Und es kamen dann sehr viele Streamer und so als Gäste dazu. Und Monte zum Beispiel war dann irgendwie für einen Tag da und ist dann wieder gegangen oder irgendwie sowas. Erst ein bisschen Werbung machen. Promophase für den Synergy. Ist das richtig, Chat, dass das so ein Knossi-Event war? Hab ich jetzt schon wieder eigentlich was dazulernen wollen, aber schon wieder Halbwahrheiten verbreiten? Nee, hab ich aber auch schon gehört. Also da wären wir dann mal gleicher Meinung. Ich weiß das selten, aber ich hatte das auch irgendwo gehört. Okay. Ich war, glaube ich, bei keinem öfters auf Events als bei dir. Es gibt ja Joey hat einen Schlafsack dabei. Welches Bett willst du haben für heute? Mega. Das war eine Nacht. Das ist der absolute Horror. Das ist hundertprozentig lustig bis zu dem Zeitpunkt, wo du schlafen möchtest und auf einmal den Kilian. Verstehst du, was ich meine? Alter. Also ich hab mir jetzt...
Alter, ich hasse Schnarcher. Ich würde sofort drüber gehen und die Person wecken, weil das würde mich richtig frusten. Ich kann so nicht schlafen. Ja. Hast du Max auch immer geweckt? Ja, hab ich nichts gehört. Hast du nichts gehört? Laber nicht zu, Alter. Nein, hab ich nicht. Digga, aber ich würde die Leute. Bist du so ein wirklich, also das ist ja immer so ein Spruch. Du hast irgendwie so ein Sägewerk neben dir, Alter. Aber Max ist richtig extrem, Alter. Max ist halt der extremsten Schnarcher, den ich meinem ganzen Leben gehört habe. Aber da war ich wahrscheinlich blau, deswegen war es mir wahrscheinlich egal. Alter. Aber ich wecke die Leute immer. Also mir ist es scheißegal. Also wenn ich nicht schlafen kann, einmal wecken. Weckst du deine Freundin? Die schnarcht zum Glück nicht. Die schnarcht nicht? Ja. Okay, gut. Also das hätte ich echt ein Problem, weil das triggert mich richtig, Alter. Also ich schnarche auf jeden Fall auch. Ich schnarche nur, wenn ich Schnupfen habe. Ansonsten bin ich schnarchfrei. Zum Glück. Können wir weiter nebeneinander schlafen. Oh yeah. Ja, wir setzen noch 17 Minuten, dann gehe ich rein. In den Hot Tub, Life would be tricky. If I could take you up in paradise of above. And if you would tell me. Ja, mach das mal. Einer geht noch. Der Gang ist auch geil. Aber das fand ich ja so krass, dass er bei dem Ding dabei war, obwohl er in seinem Auto vorher, als er gesagt hat, ich bin pleite, auch gesagt hat, ja, wir müssen zu Big Brother gehen, so, das ist auch eher ziemlich scheiße und so. Er hat doch über Big Brother geredet und meinte so, dass das richtig, richtig Schmutz ist. Das ist ja nicht wirklich Big Brother, ne? Das ist ja so ein Abklatsch davon. Ich habe gerade gelesen, es war wirklich Big Brother, aber Knossi hat wirklich eine eigene Version bekommen. Okay, ja gut. Aber es war richtig Big Brother. Aber in der Not frisst der Teufel fliegen, ne? In der Not frisst der Teufel fliegen. Das ja. Ist... Oh nein! Hose gerissen. Na, geht doch! Einer geht noch rein! Sag mal deine Tattoos. Komm her jetzt. Ja. Er gab es einen zweiten oder? Er war wahrscheinlich später, aber nur. Danke, dass du da warst. Gerne, ja. Sascha kommt ja auch noch. Ich mache mit Sascha High Five, fliegender Wechsel. Das ist euer Zuhause jetzt. Ja, ihr guckt dir das mal an. Prallende, der gönner die. Kann, ne? Ich kann, glaube am Geruch erkennen, wer wo pennt. Alles klar. Ich rieche das Bett hier mal Probe, ja? Ich weiß, dann erkennst du nicht. Das ist muffig, das muss Jens sein. Nee, ist nicht richtig. Das ist Affe. Oh. Hier fängst du, ne? Bam, bam. Shots feiert. Es riecht voll gut. Freunde, du Timex hier. Es gibt. Digga, stell dir mal vor, du kommst in das Zimmer rein, Alter. Und irgendwer sagt, ist das dein Bett? Das riecht voll gut. Ist schon ein bisschen sus. Da würde ich auch so denken, so, okay, merkwürdiger Typ. Eine neue Minecraft-Server. Fitnercraft. Willi? Ja? Kann ich erstmal bei dir wohnen, übergangsweise? Ah, jetzt. Zweiter Tod, der erste Tod kam im Soundcheck. Ich habe mich eben eingeloggt auf dem Server für einen Soundcheck, damit ich, bevor ich live komme, meine Soundeinstellung richtig habe. Dann tötet er mich im Soundcheck. Wer ist das denn? Hallo, hört man mich? Hallo! Trimax live wurde von Willi niedergeschlagen. Hallo, hört man mich? Ich habe beide Tode von Willi. Beide Tode. Ich raste doch wieder komplett aus. Ey, wer hat das abgefackelt? Ey! Oh mein Gott, sein ganzes Ding drin. Du hast abgefackelt. Du hast dich im Soundcheck getötet. Ich habe zwei Tode. Ich schwöre sogar auf alles, was ich jetzt kriege. Alles, was da drüben steht, wird morgen früh weg sein. Morgen früh? Ja, morgen früh. Wird alles weg sein. Wir sind jetzt nach deinem Verständnis nicht quitt, korrekt? Nee, definitiv nicht. Super, dann haben wir es ja. Super, bis morgen. Herzlich willkommen im Kindergarten, ey. Richtiger Marvin, Alter. Ja! Richtiger Marvin. Ja, okay, dann komm, was du davon hast. Bist du noch nicht gut? Oh, okay, gut. Ich will dein ganzes Leben anzünden. Du hättest jetzt die Chance gehabt, okay, wenn du es nicht willst, dann mach ich dich jetzt richtig fertig, Alter. Was müsste man denn hier so? Oh, warum brennt denn das hier? Oh, da drüben geht's jetzt aber auch rund. Digga. Hallo, was passiert hier? Ist jetzt weg alles, ne? Eli hat deine Farm zerstört. Das ist krass, wie kurz sie gehalten hat, ne? Eli? Oh. Ja,
Scheiße. Oh mein Gott, das sind meine ganzen Zäune! Der geformte Sand! Der bleibt einfach da! Es war voller Absicht. Der hat sie doch nicht mal eingesammelt. Die Zäune sind weg, das ganze Holz, der Sand, der gebrannte Smooth Sandstone. Alles weg. Also es hört sich nach vielen, vielen Verstößen an, sag ich ehrlich. Das gibt auch Drache. Es reicht mir jetzt auch. So, als erstes hat er mein Bett weggesprengt. Erstmal eingebaut, das Bett. Dann stopfen wir hier die Wasseraufzüge voll. Dann bauen wir ihm noch schön seine Ender Chest ein. Und das ist seine Kiste, das ist sein Ein und Alles hier. Da packen wir mal schön. Ey, man treibt aber komplett, ey. Hier hin. Ey, perfekt. Oh, ich krieg's nicht aufgesammelt. Oh, was soll ich machen? Ich geh einfach. Und wir sind quitt. Oh, geil, ey. Digga, ist so ein richtiger Marvin-Move, Alter. Geil, ey. Oh, das ist ja richtig eskaliert in dem Projekt, ey. Das ist ja genauso salzig gewesen wie unsere GTA-Folgen. Aber es gefällt mir. Ja, das hat mich, ich muss sagen, es hat mich zwischendurch gerade echt stark an unsere GTA-Folgen erinnert. So ein bisschen an das Hick und Hack zwischen Ares und uns beiden. Also eigentlich würden wir da echt perfekt reinpassen. Wir würden da einfach nur die ganze Zeit Unmut stiften, oder? Also würden da einfach auf die gehen, dann auf die. Was, wir sind nicht quitt. Okay, jetzt zerstöre ich dein Leben, einfach, Alter. Wir würden einfach die Salzmine ausheben. Das wäre richtig geil, ey. Aber war auch wieder ein richtig lustiges Video. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Richtig nice, ja. Checkt auf jeden Fall natürlich die Originalvideos ab, die ganzen Hugos. Außer Hugo, ne? Das ist nicht nämlich der richtige Hugo, falls ihr das auch immer noch denkt. Das ist ein anderer Hugo, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Also nicht Hugo. Also, Daumen nach oben ballern. Auch die anderen Kanäle abchecken. Doppelter Ehrenlord und natürlich den Hauptkanal bis in der Antenne reingehauen. Bye, bye, Muchachos!